Herzlich willkommen. Spiel ist laut. Oh Gott. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Wir spielen Little Inferno. Trademark. Ups. Ja, das ignorieren wir in der Mitte. Neues Spiel. Zeige und halte dort, wo du ein Feuer machen willst. Feuer! Oh, das Spiel ist hübsch. Ich bin ein Geist. Wusch! Schum! Wah! Okay. Zeige und halte dort, wo du Feuer machen willst. Mach ich. So. Das Schild gefällt mir nicht. Das machen wir jetzt mal ganz kurz. Machen wir Rauchzeichen zu. Raus. Wir möchten nämlich zeigen, wir sind hier. Das Spiel ist halt echt hübsch. Was ist, wenn ich so ein bisschen dran... Nein! No, ich wollte es nicht zerstören. No. Ich habe es kaputt gemacht. No. Ich bin ein Feuergeist und mache Dinge kaputt. Will ich nicht. So, also kann ich... ich kann die Dinge noch umherwerfen. Die können auch zum Napalm werden. Guck mal, hier haben wir AGBs. Wir lieben doch alle AGBs. Wir lesen sie auch immer so gerne. Ja, das, okay. Gut, das ist AGB. Kann ich die übereinander stapeln? Das ist sehr interessant, was da steht. Ja. Oh, ich kann die drehen. Kann ich die auch so kaputt hauen? Ich kann Schaden verursachen. Also, schaut ein bisschen so aus. So, also, wir interessieren uns natürlich brennend für die AGBs. Drum fackeln wir auch nicht lange. Und, oh Gott. Und zeigen unsere feurige Begeisterung dafür. So. Es wird nicht aufhören. Gratulation! Zum rechtmäßigen Erwerb deines brandneuen Little Inferno Entertainment Fireplace. Wir haben jeden Kamin mit Liebe gefertigt, um dein Zuhause zu wärmen. Und dein Herz. Oh. Halte dich warm da drin. In Liebe, Miss Nancy. Tomorrow Corporation. So. Wer ist eigentlich das Gesicht hier? So, jetzt hast du eine Nase, ein bisschen brennt. Jetzt hast du Haare, jetzt hast du ein Iro. Jetzt hast du einen Blick, einen feurigen. Irgendwie wollte ich da noch was Besseres draus machen. Tun wir es auf die To-Do-Liste. Wir haben einen weiteren Brief. Ach du meine Güte, hast du bereits all deine Sachen verbrannt? Das ist okay. Du kannst immer mehr kaufen. Wir sind hier im Kapitalismusland. Mit deinem brandneuen Katalog. In Liebe, Miss Nancy. Du bekommst einen Katalog. Und was ist das? Ziemlich erneut lesen. Ach, guck mal, da kann ich will die Briefe nicht verbrennen. No. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Wie? Ich will meine Briefe von Miss Nancy nicht verbrennen. Oh Mann. Dann schauen wir mal in den Katalog. So, wow, die Musik ist toll. Anscheinend gibt es hier mehrere Kataloge. Was? Little Inferno Sammlerposter. Gerahmte, limitierte Edition des Posters. Könnte einen Wert verlieren, wenn es verbrannt wird. 10S. Müssen die Dinger geliefert werden? Gibt es da irgendwie ein zeitliches Limit? Oh Gott. Kauf mich! Kaufen wir es? Deine Bestellung wurde verschickt. Sie wird in Kürze eintreffen. Oh, ja, okay. Mais am Stück. Hergestellt aus einem vollkommen natürlichen, hoch angereicherten Fructose-Sirup. Auch als Treibstoff verwendbar. Komm, ich habe ein bisschen Hunger. Buchstabenklötze. Optionale Vulgärsprachenfilter für einfaches Erziehen. Die Beschreibungen sind gut. Und wir sind arm. Oh. Ach, guck mal. Und dann draufklicken und dann... Ah. Kann ich das auch aufhängen? Was ist denn das? Kombos, einfacher Piraten-Kombo, Nicht-Meins-Kombo, Frühlingserwachen-Kombo, Generation-Kombo, Kreditgeber-Kombo, Filmarm-Kombo.
Finde Kombination und erhalte Briefmarken. Okay. C E I L I. Was bist du? Eine Spindel! Geh kaputt! Oh. Was habe ich jetzt da bekommen? Tomorrow Briefmarken. Brief. Wir briefen uns jetzt. Verwende Briefmarken, um Lieferungen sofort zu erhalten. Klicke einfach auf den. Ah. Okay, gut. Was haben wir hier für Buchstaben? Wir haben C, E, I, I, L. Kann ich daraus ein U machen? Eu? Ne, EU? Nicht Eu. Doch, Eu. Wie in Eule. Eu. Ich bin. Dreh dich, L. No, fällt. Ja. Ha. Euli. Noch eine Spinne kaputt und zwei Münzen. Euli und. No, dreh dich, du. Ah! Ja. Wir haben ein Euli. Darauf setzen wir jetzt unser Popcorn. Unser. No! Brief! Was hast du getan? Oh Gott. Was habe ich getan? Ich habe den Brief angezündet. Okay, gerade hat es nicht gebrannt. Ich finde schön, dass der Stau. Also, das Spiel ist halt echt hübsch. Ich habe ein bisschen Hunger. Machen wir uns mal ein bisschen Popcorn. Oh Gott. Und es poppt! Das Popcorn poppt! Und jetzt verbrennt. Oh Gott. War ich nicht. Nope. War ich nicht. Kann ich das Popcorn noch mal. Oh, geh kaputt, Spinne. Oh Gott. Das sah sehr brutal aus. Gott, ist das hübsch, das Spiel. Hätte ich nicht, aber. Also, ich weiß, ich hatte. Ich kannte das Spiel noch nicht, okay? Ich hatte da nur vor Ewigkeiten mal was von gehört. Und kostet auch 10 Euro auf Steam. Ja. 10 Euros hab ich. Okay, wir haben 27 Münzen. Was können wir uns davon kaufen? Wir können uns einen Wecker kaufen. Es war alles nur ein Traum. Nicht meine Kreditkarte. Lasst uns einkaufen gehen. Kaputter Magnet. Es scheint aus irgendeinem Grund kein Metall anzuziehen. Schlafender Götze. Er scheint zu schlafen. Götze, du sollst doch nicht schlafen. Und wir sind wieder arm. Gut. Kann ich irgendwie den Götzen. Oh, da bekomme ich einen Brief. Oh, das machst du so gut. Aber keine Sorge. Little Inferno ist nicht wie alle anderen Spiele. Es gibt keine Punkte. Es gibt keine Bewertung. Es gibt kein Zeitlimit. Mach einfach nur ein schönes Feuer. Und halte dich warm im Leuchten deines High Definition Entertainment Products. Aber du kannst es nicht ewig machen. Alles hat ein Ende. Halte dich warm, Miss Nancy. Tomorrow Corporation. Kann ich den Götz. Also, du schläfst ja. Und wenn ich jetzt den. Oh, ich will den. Ah! Ich will den Wecker irgendwie. Muss ich ihn anzünden? Werd wach, Götze. Werd wach! Werd wach! Oh, ich hab ihn kaputt gemacht. Ja, Magnet ist kaputt. Oh mein Gott! Oh Gott, das panische Gesicht! Oh Himmel, Herrgott! Nein! Der arme Götze! Was habe ich getan? Ich bin ein Mörder! Und das nicht. Die ist einfach tot umgekippt. Weil das. So. Geld, 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 Geld. Oh, ich konnte das Geld nicht aufnehmen. Also kann ich nur die C-Währung benutzen. So, das ist kaputt gemacht. Hallo? Ist da wer? Du kennst mich nicht, aber ich dachte, ich sollte dir sagen, es ist so kalt draußen. Ich bin ganz eingekuschelt von meinem Little Inferno Entertainment Fireplace. Es ist so angenehm warm, ich könnte für immer hier bleiben. Wie eine Made im Fettpolster. Lecker. Ich meine, eine fette Made im Speck. Von Sugar Plums. P.
PS, das ist für dich. Du bekommst ein Foto von jemandem. Oh, ich will das nicht verbrennen, die ist so lieb. Okay, gut. Zusätzliche Batterien sind nicht enthalten. Ein gewöhnlicher Ziegel. Mit genug von denen kannst du eine ganze Stadt bauen. Antiki-Fackel. Sei vorsichtig und platziere sie nicht vor deiner Schilfhütte. Was ist, wenn ich den Wecker mit den Batterien... Kann ich die kombinieren? Mal schauen. Bitte lediglich einige deiner... Oh. Oh, ich war so aufgeregt. Tschüss, Sugar Plums. Danke für das nette Foto. So, also hier habe ich den Wecker. Da eine Batterie. Die Batterie funktioniert nicht am Wecker. Funktioniere! Vielleicht mit mehr Batterien? Vielleicht ein Ziegel? Was passiert, wenn ich ihn droffeln lasse? Oh, man kann da sogar mit Krawums drauffallen lassen. Ponk, ponk, ponk. Dann holen wir uns noch die Antiki-Fackel. Das hölzerne Fahrrad beschleunigt von 0 auf der Burner in 60 Sekunden. Oh Gott, der Burner. Und ich dachte, ich wäre schrecklich mit Witzen. Spielzeugpirat. Den holen wir uns als nächstes. Arr. Hallo, ich bin es wieder. Es riecht so, als würde etwas brennen. Hast du auch ein Little Inferno Fireplace bekommen, Anne? Es scheint so, als würde heutzutage jeder einen haben. Jeder, den ich kenne, hat einen. Und jeder, den ich nicht kenne, auch. Sachen verbrennen macht richtig Spaß, aber sei vorsichtig. In der Bedienungsanleitung steht, es gibt noch etwas viel Gefährlicheres als Feuer. Aber ich habe sie verbrannt. Also werden wir es nie erfahren. Von deiner neuen Freundin, Sugar Plums. Oh, ich habe eine Freundin. Geh kaputt, Spinne. Oh Gott. So, die kann ich dich bitte auf den Stein absetzen? Danke. Und das Fahrrad da und den Brief. Und dann, wie lange braucht man... Das ist cool. Brennt er entweder nur hoch oder schießt er gerade wirklich Feuer? Aber ich finde es super entspannt, einfach zu... Geh kaputt, Spinne. Einfach entspannt zu... Oh, da geht der Wecker an. Oh Gott! Okay, Batterien explodieren. Batterien explodieren, ich merk's. So, jetzt brennen wir da bitte auch nochmal die Steine an. Oh, die brauchen aber ganz schön lange, bis sie sich... Ne? Brenne! Brenne! Ich bin ein Feuergeist. Spinne! Oh, in der Luft gefangen hier. Trickshots mit Münzen. Da sagte man immer, sagte man mir immer, mit Geld spielt man nicht, aber zu verlaumt. Okay, Fahrradpiraten kommen. Ah, gut. Ich glaube, ich weiß, was man da braucht. In der Fahrradpiraten-Kombo. Und zwar braucht man eine Haarklammer, ein Gummiband, ein Affen, ein Trampolin und eine Triangel. Und dann zeige ich euch, wie die Fahrradpiraten-Kombo geht. Ihr brennt lange nach. Ist das der Stein? So, dann holen wir uns einen Spielzeugpirat. Es ist hart, auf den sieben Weltmeeren eines einen gebräunteren als ihn zu finden. Und das Fahrrad dazu. Nicht mein Familienfoto. Je länger du sie dir ansiehst, desto vertrauter wirken sie. Die Nicht-Meins-Kombo. Nicht meine Kreditkarte. Instant-Blumen. Die Freude am Gärtnern und die Unannehmlichkeit von Sonne oder Anstrengung. Oh. Ich will mehr gleichzeitig haben können. Kann ich das auch irgendwie ausmachen wieder? Oder muss ich das jetzt einfach werfen, bis es... So, ich stell mal... dort alles in die Ecke. Dort kann es dann zu Ende kokeln. So wie mein Essen. So, Spinne kaputt gemacht. Nur ein Rebound. Und zack.
Das wäre interessant. So, Fahrrad. Pirat. Der Pirat macht ein Jarl-Geräusch. Achso, ah, sie müssen gleichzeitig brennen. Gut. 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 Die Fahrrad-Piraten-Kombo. Okay. Oh, beide brennen ja sehr gut. Habe ich den Kopf abgerissen? Oh Gott. Das Spiel ist sehr brutal. Also. Nee, nicht, dass Feuer nicht gefährlich ist oder so, aber ich kann einfach so einem armen, unschuldigen Spielzeugpiraten den Kopf abreißen. Mit Feuer! Kriege ich dafür dann nur diese. Wie schimpft es sich? Wie habt ihr euch genannt? Briefmarken. Scheint so. So. Oh, was eine nette kleine Familie. Es wäre eine Schande, würden sie brennen! Und, oh Gott, ihr brennt sogar sehr gut, ihr Familie. Oh, nur einer ist im Bild übrig geblieben. So, was steht? Ich bin es wieder! Ich habe bereits mein ganzes Zeug verbrannt. Oh, würdest du mir etwas schicken? Ich brauche mehr Glühwürmchen! Erzähl ein Glas mit Glühwürmchen für mich direkt in diesen Umschlag. Okay, danke. Ich liebe diese Musik. Du, 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 du. Willkommen im Teleshopping! Glas mit Glühwürmchen. Du wirst es nicht morgens öffnen wollen. Die sind dann ausverkauft. Meine Fotos. Du kannst Fotos verbrennen, aber keine Erinnerungen. Kann ich mehr? Nehme ich das Bild. Was will ich noch verbrennen? Spinneneier. Das ist eklig, die Spinnen. Oh, Mist. Ich zähle irgendwie nicht mit. So. Nachricht verschickt. Spinneneier und wir haben nicht genug. Oh, wir haben jetzt einen Katalog freigeschalten. Aber ich möchte den ersten Katalog noch zu Ende machen. Und Gott, das Foto brennt lange. Schuh, Schuh. Weiche, du, Erinnerung. Ich brauche keine Freunde und keine Familie. Denn ich habe mich. So, dann sind wir mal ein Gärtner mit ganz tollen Erinnerungen. Das Foto ist fancy. Holy moly. Und, oh, die Spinneneier. No, stirb. Nein, ich habe das. Was passiert, wenn ich die Eier einfach da. Spinnei. No, oh Gott. Nein. Tschüss, Blümchen. Tschüss, Blaumala. Kommen da irgendwann noch Spinnen raus? Oh Gott! I! I! Ah! Okay. Oh Gott. Das fand ich jetzt wirklich eklig. No, ich mag Spinnen nicht. Grässliche Tiere. Kann mir sagen, was will, aber Spinnen sind grässliche Tiere. So, dann holen wir uns den Partybus. Brumm, brumm, wohin es geht, das weiß nur der Busfahrer. Und die Bankrottbank vergibt Scheindarlehen seit den späten 80ern. Und dann haben wir noch zwei Briefe. Okay, danke für meine neuen Glühwürmchen. Jeder einzelne war wie ein kleiner Wunsch. Ich habe sie freigelassen, um zu sehen, wohin sie fliegen. Aber sie sind alle verbrannt. Wir wussten, dass sie nicht ewig leben würden. Oh, ich habe dir das besorgt, okay? Es ist angehängt. Blättere einfach durch den Brief. Blättere ihn! Noch einmal. Okay, hier ist es. Es ist für dich. Du bekommst ein Papierherz. Oh. Ach so, und da könnte ich jetzt einfach den Express versammeln. Brauche ich nicht. Was? Little Inferno ist voll mit Geheimnissen. Und ich habe gerade eines gefunden. Aber keine Angst, ich werde es dir nicht verraten. Das wird alles verderben. Aber es ist wirklich unterhaltsam. Okay, ich werde nur etwas zeichnen. Okay, also ein Wecker und eine Blume. Und Herzen. Was ist, wenn das links kein Wecker ist, sondern ein Frosch, der einen viel zu kleinen Pilz zuträgt? Und ein Fadenkreuz verschluckt hat? Mit Schnurrbart.
Und das daneben ist keine Blume, sondern eine kotzende Spinne, die fett ist. Ja, damit haben wir das Rätselglüss. Und die sagen, dass du darfst diese zwei Dinge niemals zusammen verbrennen. Psst. Und es gibt mehr Kombinationen, als jemals aufgeschrieben werden können. In Liebe, Sugarplums. Okay, danke für den netten Brief. Danke fürs nette Herz. Ich habe nicht genug Geld für den Fernseher. No, ich bin arm. Ich habe an dich gedacht, Sugarplums. Deswegen habe ich es nur für dich verbrannt. Bringt mir aber nicht genug für... mir fehlt ein Mist. Kriege ich das Value aus dir wieder? Ich hole mir einfach, zack, die in Instant Bloom. Dudum, 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 wir warten. Ih, hier sind noch... Da waren noch... Nein, ich nicht... Nö. Da waren noch Spinnenreste. Das ist eklig. Der Partybus fährt zur Bankrottbank. Brumm, brumm, brumm. Tut, tut. Oh, okay. Hör auf, rückwärts zu fahren. No! Brennt! Brennt! Brennt ihre Beine! Wie lange muss ich wohl meinen kleinen Geist hier halten, bis beides anfängt zu brennen? Ich meine, wenn die Aktien beziehungsweise die Börsenkurse in der Bankrottbank super heiß sind, ne, dann halten die auch so ein bisschen Feuer aus. Vielleicht muss ich noch ein bisschen näher dran. Money! Das ist morbide. Oh Gott. Oh Himmel, Herrgott. Willkommen im Michael Bay Universum. Oh Gott. Nichts passiert. Hier gibt es nichts zu sehen. Und der Fernseher. Und die Glühwürmchen haben wir auch noch nicht verbrannt. So, also wenn... Was war's? Die fette Hummel und Spinne, die sich übergibt und der Wecker dürfen nicht gemeinsam verbrannt werden. Frühlingserwachen kommen die. Was machen die Spinnen da? Schuh, was seid ihr? Was wollt ihr von mir? So, also. Könntest du bitte nicht schwenken? Ich wäre dir sehr verbunden. Hör auf! Nee. Mach deinen Dreck da weg, so. Was passiert? Kann ich euch den Deckel wegbrennen? Oh, guck mal, das sind Glühwürmchen und sie sind weg. Habe ich sie gerettet oder sind sie jetzt verstorben? Ich habe sie gerettet. Ich bin ein Held. Wichtige Wettermeldung. Leute, es bleibt weiterhin kalt. Der Schnee wird dichter und dichter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht ewig so weitergehen. Also macht ein schönes Feuer und haltet euch warm. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Schalten wir mal im Wetterkanal ein. Irma Gerd. Das ist... Kann ich dich kaputt machen? Geh kaputt! Geh kaputt! Das ist voll cool. Picture in Picture. Kann ich dich kaputt machen? Dann da noch ein Brief. Und jetzt zünden wir beides an, denn das Fernsehprogramm ist Feuer. Oh, der explodiert einfach nur. Okay, und da ist wieder eine kleine Spinne. Blah. Kleine Spinne erfolgreich vernichtet. Gut.
Das lief ganz gut. Generation-Kombo, Kreditgeber-Kombo, Filmabend-Kombo. Achso, okay. Die ausgegrauten Kombi kann ich noch gar nicht machen. Da brauche ich... Oh, es gibt 99 Kombis. Kombo. Kombi? Kombi. Und die grauen, ausgegrauten kann ich nicht machen, weil ich die nötigen Items dazu noch nicht habe. Gut. Ich finde die Musik fancy. So eine richtig schöne 80er-Jahre-Fahrstuhlmusik. Oder Commercial. Infomercial. Heißen die, ich glaube, die heißen heutzutage Infomercial. Als ich noch ein Kind war, hieß es Commercial. Eigentlich ist es Dauerwerbesendung, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da oder abonniert mich, wenn ihr mich toll findet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Little Inferno. Bis dahin und tschö, tschö.